Willkommen zurück bei Empyrean, dem Galactic Survival. Heute, wie ja schon angedeutet, wird hier erstmal das Gewächshaus weitergebaut. Dann habe ich mir eigentlich so gedacht, dass ich hier noch eine Art Schleuse mit davor baue. Da hätte ich auch mal ein paar Türen dann nochmal mit craften können. Ein paar Türblöcke. Ein paar Türblöcke ganz genau noch craften, dass man hier wieder eine Art Schleuse macht. Denn eben dementsprechend entweder. Denn wo haben wir hier noch sowas? Ja, hier zum Beispiel noch weiter geht dann nachher in den Bodenbereich oder sowas. Denn, oder wir machen das, weil Tanks und so weiter kommt alles unten hin. Und dann wollte ich hier drüben eigentlich, ja, O2 Sensorstation und hast du nicht gesehen machen. Das wird, denke ich, mal hier alles mit Constructor alles hinpassen. Und dann machen wir hier den Wohnbereich dann nachher hin. Dann passt das soweit. Dann gehen wir aber erstmal ganz kurz, ne, kommst her, rüber nochmal. Und schmeißen noch ein paar Chip, noch ein paar Türblöcke an. Dass wir da noch was haben. Oder haben wir hier noch was drin? Nee. Ein paar Treppen haben wir hier noch. Hier machen wir noch ein paar Betonblöcke. Zähne. Was soll's? Was soll der Geiz? Und dann machen wir erstmal das Gewächshäuschen hier fertig. Mal gucken, ob das reicht alles. Soweit wie ich das gedacht habe. Natürlich habe ich jetzt hier bloß in einer Durchgang. Das müsste eigentlich ein Dreier Durchgang werden. Also hier noch Stahlblöcke eingesetzt, da noch Stahlblöcke eingesetzt, dass man eben dementsprechend so ein so gerade und so runterbauen kann, denn das werden wir als erstes erstmal machen hier. Tipp. Dass wir hier erstmal ein bisschen unser Base verschönern werden. Den können wir erstmal hier rübernehmen mit. Und jetzt erstmal die paar Blöcke mitsetzen, dass man den. Bist du hier? So, und dann machen wir, denke ich mal, drei einzelne hier. Hallo? Wo sind sie denn jetzt da? Den kann ich zwar kein Licht anbringen, aber. Das soll mir erstmal hier jetzt egal sein. Na gut, hier kommt so oder so eine Tür rein dann nachher. Hier eine Tür rein. Lichttechnisch. Da kann man so oder so in die Ecken nicht setzen. Können wir dann nachher hier an die Wände was setzen? Da muss ich aber dann von das nicht so oben drauf setzen, sondern andersrum machen, so wie hier. Also nicht so wie hier. Oder kann man eigentlich schon mal hier mit ausprobieren, dass man die dann andersrum setzt? Quatsch, so hier. Denn so hier. Hä? Willst du mich jetzt vor. Macht er das jetzt so? Ja. Ja.
Und macht er denn hier die Dings ran? Na toll, oder? Macht er auch bloß hier unten ran. Nicht da oben ran. Ja, willst du keine Scheiben ranmachen? Das ist doch mal zum Mäusemelken. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Dann macht sich das aber auch hier ein bisschen blöde. Oder wenn ich denn hier mal in Dings setze. Eine indirekte Beleuchtung setze. Und dann... Ach, kann ich ja auch nicht, wa? Ich kann es aber ganz anders machen. Ich kann das hier abbauen. Kann denn hier... noch tiefer gehen. Kann denn hier unten einen Stahlblock ransetzen? Nein, so. Kann denn hier das Licht ransetzen? Und kann denn da eine Platte setzen? Jo. Dass zumindest ein bisschen was beleuchtet ist. Oder geht das denn noch einmal dann? Wenn ich das denn so reinsetze. Achso, dann kann ich da so oder so keine reinsetzen. Dann kann ich das hier noch ein bisschen so. Dann würde ich ja das denn. Ist ja auch dunkel, so ist es heller. Also falle ich auch jedes Mal rein. Naja. Da kann ich auch keine setzen, nur immer hier und das, naja. Das sieht ein bisschen blöder aus, also machen wir es bloß so hier, dass man es dann so macht, naja. Auch erstmal egal. Dann machen wir aber zumindest hier erstmal ein paar Lämmchen rein, dass wir den hier bauen können. Müsste man zumindest einmal einen Dreher hier ringsherum setzen. Muss ich so oder so machen, denn fällt mir gerade so ein. Weil ich kann ja... Ich will ja dann eben dementsprechend hier... hier ja eben Beleuchtung machen. Und das kann ich ja dann nur an die Stahlplatten ran machen. Also kann man dann hier auch schon mal das so weit wegnehmen und das schon mal mit Stahlplatten machen. Weil da haben wir ja einmal die Wände und haben auch schon mal hier die runde. So hier. Dass man denn das denn so setzt, eben denn die Rundungen dran setzt hier. So, düpp, düpp, düpp. Dass man denn das Ganze denn so macht hier. Mal gucken, ob das da hält. Aber warum nicht? Denn das Ganze mit die Platten zumacht, dann gucken, ob das geht. Jeden wird das schon bloß. Achso, drin, bla bla bla. Ich muss wahrscheinlich. Ja. Hier irgendwo anfangen.
dass ich dann nämlich den Platz nach unten habe. Mal gucken, ob das so hält, wie ich mir das hoffe und denke. Weil anders geht es ja nun mal leider nicht, weil dann habe ich ja den, wenn ich das bündig mache, habe ich ja das nach unten dann belegt. Jo. Sagen wir mal so, es hält nicht. Also müssen wir da, wo ich jetzt stehe. Einmal eine Säule machen. Dass man dann so dann nachher die Platten anbauen kann. Menno. So wollte ich das doch jetzt einsam, ja. Dann mal gucken, ob das so das ganze Tragen tut jetzt. Ja, mit den Platten ist es noch ein bisschen schwieriger zu bauen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen hier. Dann noch hier die dann das Ganze noch so ran. Sieht zwar erstmal nicht so gut aus, aber jetzt könnte man noch Verschönerungen ranmachen, aber das ist so oder so egal, dass man dann bloß hier eine Reihe macht an Pflanzen und hier eine Reihe an Pflanzen macht. Sollte das auch schon zureichen. Dann wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5. 4 mal 5, 20 Pflanzen. Und dann kann man nämlich das Ganze hier rein machen und braucht das nicht auf den Fußboden zu. Noch einer weg. Das ist doch mal hier ja kein Problem. Nur mal ganz kurz hier. Das ganze Zeug einsammeln. Bevor der gute Stoff weg ist. Los, komm her. So, ja. Schon sind wir wieder erschöpft hier. Dann bauen wir da noch die Fenster mit rein. Aber das sieht man so oder so von außen sehr, sehr wenig. An die Rundung, weil ja alles so oder so rund ist. Ja, muss ich sehen, ob ich hier eben dementsprechend alles mal mit Stahl mache, denn sozusagen das Dreieck, dass ich jetzt zumindest Lampen setzen kann.
relativ. Ne? Wo hier überhaupt eine Scheibe gesetzt? Ne. Ach, die ist wahrscheinlich mit kaputt gegangen, wa? So, wo haben wir sie jetzt? Da. Müssen wir hier nur noch wenn das kann. So, nur noch mit dran setzen. Oh, noch richtig gesetzt, ja. So. Ja, die Seiten habe ich ja schon gemacht. Jo. Dann ist zumindest erstmal das Gewächs auch soweit fertig. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Ein bisschen flach geworden, sag ich mal. Könnte natürlich auch. Na gut, hier habe ich die Rundung ein bisschen tiefer gesetzt. Man hätte eben so wie drüben. Aber dann wäre es zu hoch gekommen. Dann wäre der Abstand eben zu den. Zu den, ah, wie heißt das, zu den Pflanzenlichtern eben zu hoch geworden. Aber oh, naja, so passt das. So muss es einfach passen, ganz einfach. Dann machen wir hier schon mal das kleine Fundament mit. Achso, halt mal. Einen kleinen Eingang hier. Ne, halt. So. Ja. Ja. Dreimal drei hier. Wir wollen doch den Bohrer hier auswählen. So. Und machen wir das, denke ich mal, komplett aus Stahl, oder? Dann machen wir das außen mit den normalen Wänden. Ja. Achso, halt mal. 2. Hä? Ja, 1, 2. Hier machen wir das mit den Ecken direkt. Wir haben sie höchstens auch mal mitgedacht. Und dann kann ich das aber nicht mit solchen Sachen machen, ja. Mit denen hier. Müsste ich denn die hier nehmen? Als Ecke. Machen wir auch. Machen wir die hier mal kurz weg mit. Nehmen die hier als. Gym. Ne. Richtig hinstellen. Na komm, warum willst du nicht? So, jetzt hier. Dann noch die Ecken kurz ran hier. So. Eine schöne Kuppel hier bauen. Noch die Decke mit. Ach, Quatsch, ja. Ach, das ist doch wieder.
Kriegt doch wieder eine Strange bammelt, oder? Wenn ich das so baue. Da wird sich doch wieder. Ja. Vor allem, komm hier schnell nicht rein. Vor allem, das ist so ein. Das ist doch mal lächerlich hoch 10 hier. Da könnte man doch eben dementsprechend schön an der Decke was ranbaumeln. Nein, geht nicht. Soll nicht so sein. Gucken, wie es dann aussieht, wenn man das hier rückmacht. Wie haben wir es denn hier richtig rum? Achso, ne, halt mal. So rum ist es richtig rum. So. So, und dass wir hier auch noch reinkommen, denn. Tück. Wunderbar. Da hinten geht auch schon wieder die Sonne auf und ich kann hier immer noch gehen. Vernünftig. Aber hier kann ich. Das kann ich machen, ja. Ah, naja. Weil dann hätte ich das dann so aus Glas bauen können. Oder? Schön hier, was Glas das alles. Kommt, wenn hier und hier eine Lampe ist, eben dementsprechend. Dann kann man das hier auch ringsherum noch so machen. Dann hier noch eine Schräge mit dran. Und hier noch eine Schräge mit dran. Kann man da noch eins, drei Lampen mit dran machen. Machen wir das jetzt aus Glas. Hier eine Tür, da eine Tür. Und gut ist. Und dann machen wir das mit dem Trick eben dementsprechend hier ab und zu mal ringsherum. Dass das ein bisschen so von außen so angeleuchtet wird. Denn. Aber mal gucken noch. Gut. Das war's erstmal. Was ist denn das hier jetzt? Von dieser Folge. Und dann geht's nächste Folge ganz genau so weiter. Falls euch das gefallen hat, ja, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Denn bis dahin, dann. Ciao.